Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed Origin. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute noch die dritte Mission hier in Sinai. Ich soll hier einen Kontaktmann treffen. Das ist die dritte Hauptmission. Ich bin schon halt da. Was haben wir denn da Schönes? Da oben ist ein Schatz. Ist gleich hier um die Ecke. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich muss nicht vorsichtig sein hier. Alles. Gott, Junge. Ernsthaft? Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ah, seht ihr, Stufenaufstieg. Ist doch gelohnt. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ihr seht mich gar nicht. Ihr habt wisst gar nicht, wo ich bin. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. So, da oben ist meine Kontaktperson. Ich weiß nicht, ob er dann nochmal den als vierte Mission, ob sich dann der Endgegner freischaltet. Bei der Pyramide treffen. Nicht zu glauben, dass diese Pyramide abgetragen wird. Aus welchem kranken Grund? Pass mal auf. Ey. Mit dem Scheiß. So, was los hier? Bayek, unser Held. Gerade rechtzeitig. Wir wollen Tamose überfallen, ruf hier Steinmetz. Ah, steckt er hinter dieser Plünderung? Ja, der Tempel wird bald weg sein. Die Pyramide ebenso. Ägypten ist Tamose völlig egal. Dieser seelenlose Wecker hat Nabatea für seine traurige Arbeit für Rufio angestellt. Er würde den Römern Amun als Sklave geben, wenn er könnte. Ja, da kümmern wir uns mal um ihn. Es braucht Monumente und heilige Stätten. Wenn sie verschwinden, verliert es den Lebensmut. Sie werden bleiben, wenn wir Ptahmose schnell genug töten. Dringe in die Pyramide ein. Holen wir uns Ptahmose. Das ist die Gelegenheit, ihn zu töten, abseits vom Lager. Wir müssen es jetzt tun. Ja. Wenn wir ihn töten, werden wir zu Legenden. Okay. Ich kämpfe mit ganzem Herzen an deiner Seite. Schön. Still. Sei auf der Hut. Okay, das sieht nach einem Eingang aus. Ernsthaft, das jetzt nicht. Ich wollte schon sagen. Pyramide wimmelt es. Die sind aber keine Herausforderung für mich. Es sei denn, das ist eine Falle. Sag ich doch. Oder auch nicht. Folge dem Helden lieber. Aber erst nachdem wir die Pyramide gelootet haben. Seht ihr, allein schon deshalb lohnt es sich immer zu looten. Looten und Leveln. Das muss drin sein in jedem Spiel. Erstaunlich, nicht wahr, Bayek? Hier muss ein Pharao begraben sein. Eine Geheimkammer unserer Vorfahren. Was
Was ist das? Was haben Sie hier unten bauen wollen? Ah, nee, das ist wieder ein Rätsel. Wir müssen Rätsel durchfinden. Das ist wieder so ein fucking Rätsel. Ach, scheiße. Und diese Pyramide? Ein gescheiterter Versuch der Harkas zu Ehren des Pharaos Amenmesse. Der Legende nach fiel ein heiliger Stein vom Himmel. Der Harker hat Splitter davon gesucht. Gerüchten zufolge sind sie hier gelagert. Wie gern ich sie finden würde. Agano nennt sie Splitter von den Sternen. Eine Klinge aus ihnen würde ihren Besitzer sehr mächtig machen. Okay. Ich würde dich gerne zu einer Waffe in den Händen sehen, Bayek. Die Splitter dürfen nicht in römische Hände fallen. Hat überhaupt Sinn, was ich hier mache? Ich weiß es nicht, wir probieren es einfach mal aus. Die liegen aber alle hier unten rum, deswegen... Ich kann nicht so gut klettern wie du. Hilf mir, höher hinaufzukommen. Das heißt, ich wäre jetzt hier frei, muss aber dem Idioten da helfen. Oh Gott. Opfer. Okay, das ist ja doch relativ einfach. Das ist ja dann doch relativ einfach. Reicht das jetzt? Bleib auf der Plattform. Ich versuche sie zu bewegen. Nicht. Den letzten Stein muss ich doch noch mitnehmen. Alter Schwede, mit was für einem Verbündeten man hier zu tun hat. So, dann müsste er hier drauf. Wenn ich runtergehe, müsste er nach oben gehen. Alter, ernsthaft? Ist das jetzt euer fucking Ernst? Hier ist aber nichts mehr. Ich gehe einfach alleine weiter. Ich muss zurück und Gamilat holen. Okay, ich gehe nicht alleine weiter. Guter Mann. Ach, Mann. Na. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder eins runternehmen. Legen's mal hier ab, falls wir es doch brauchen.
Komm her. Hallo? Depp. Ah, jetzt. Aha, jetzt. Super. Ich steige auf wie die Sonne. Nee, machst du nicht. Alles klar, bin bereit. Okay, dann müssen wir da wieder das Schwere draufpacken. Steigt der ganz nach oben? Nee. Macht er natürlich nicht. Irgendwo hatte ich doch noch eins. Irgendwo hat man doch eins gehabt. Ah! Ich bin am Ausgang, Bayek. Ich danke dir, großer Verborgener. Subi! Freut mich. Und weiter geht's. Bisschen Licht ist nicht verkehrt. Oh. Mein Vater starb an einem Schlangenbiss. Komm weiter, mein Zenny. Die Schlangen erinnern mich an Apophis. Ich habe ihn schon bekämpft. Er macht das schon. Da ist noch mehr Gerümpel. Kein Problem. Also dient Tamose Rom. Ja. Ich glaube, er arbeitet sogar für Kleopatra. Rufius Marcus Antonius General. Also fügen sich alle diesem grausamen Herrscherpaar. Wir trauen keinem von ihnen. Sie herrscht rechtmäßig durch das Blut. Ihre Dynastie. Ihr Götter. Klettern fällt mir immer noch schwer. Fluchte Gräber. Nicht schon wieder. Also dient Ptamose Rom. Ja, ich glaube, er arbeitet sogar für Kleopatra. Rufius Marcus Antonius General. Also fügen sich alle diesem grausamen Herrscher an. Wir trauen keinem von ihnen. Sie herrscht rechtmäßig durch das Blut. Ihre Dynastie ist auch unsere. Viele Nabatäer glauben an sie. Wow. Ich würde sie und ihre sogenannte Göttlichkeit ganz selbst sehen. Sie persönlich. Bisschen laut gerade. Ja. Sie verführt die Herzen der Menschen. Aber ihre Dynastie ist auf Staub und Verrat gebaut. Amunet weiß das nur zu gut. Manche sagen sie... Bleib auf der Plattform. Ich lasse sie steigen. So nicht gehört, was du gerade gerufen hast, aber stimmt dir mal zu. Oh ne. Wo ist er denn? Da ist er. Was hast du gefunden? Eine Schrift. Neck. Nicht die erhofften heiligen Splitter. Gehen wir weiter. Aber Weintrauben haben wir gefunden. Ich bin mal in dir, mein Freund. Ich krabbel dir mal in den Puppes. Die Probleme halten an. Noch ein Kampf, bis wir wieder frei sind. Mann, ich hätte gern mehr so von den Splittern was. Halt!
Ich mag einfach diese Schlafpfeile, die sind, so entspannt. Hey, was? Oder auch nicht. Okay. Freue mich drauf. Spielen wir jetzt Verstecken oder irgendwas? Oder fang mich? Fang mich, ich bin der Frühling. So, alle Banditen getötet. Ich soll mit hier Chefrebell sprechen. Hat er die alles mitgenommen? Behalte die Schrift, mir bedeutet sie nichts. Vielleicht erfährst du etwas daraus. Ich bewege die Rebellen in meinem Stützpunkt zum Angriff auf Tamose. Dann sterben viele Unschuldige. Ich mache es allein. Wie du willst. Komme über ihn wie die himmlische Seele. Sehr, sehr gerne. Ein rätselhaftes Gedicht. Später werde ich den Todtempel erkunden. Achso, nee, das machen wir erstmal nicht. Wir machen erstmal die Hauptquest fertig. Hat er mir jetzt mein Boot geklaut? Oh, Mann. Arschkopf. Ah, geh mal schnell reise. Arschkopf, Schwammkopf. Da ist er. Da ist er. Das war wieder irgendeine Festung, oder? Das ist doch wieder irgendeine Festung. Ah, ein Tempel. Aber auch den werde ich hinkriegen. Ach, die bauen, alles klar. Diese Zone ist tabu. Genau, Junge, ruh dich mal ein bisschen aus vom Kampf. Da schlafen schon ein paar. Diese Schlaffeil-Geschichte. Wie viele Schätze waren denn hier? Zwei. Töte den Hauptmann, töte den Kommandanten. Ja, das ist ja eher eine kleine Festung. Raubtierbogen.
was mache ich? Was ist er denn? Aha. Schön K.O.K. Und so, jetzt gucken wir mal hier. Werden wir schon hinkriegen, so wie wir alles bis... Oh, der ist Level 44. Wie wir alles bisher hinbekommen haben. So, Hauptmann schon mal tot. Ja. Ja, nachts sind die nicht so fit, die Jungs hier. Wieder Kristalle. Du bist kein Steinmetz. Und Amun wohnt nicht in deinem K. Nur Anubis. Erledigt. Ein paar Mal so jetzt die Pfeile daneben geworfen, aber ey, ich mag das mit den Schlaffeilen. Sorry, das ist jetzt auch nicht das perfekte Gameplay, aber wenn es im Spiel... Rufio, die Splitter entziehen sich uns immer noch. Der Orden ist ewig. Du bist vergänglich. Chirurgische Schläge, Erfolg freigeschaltet. Keine Kette ist zu stark. Arschköpfe. So, mir fehlt noch ein Kommandant. So, Kommandant. Shit, da ist er. Danke. Die Götter segnen dich. Jo, bitte. Ah, der kommt hier reingelaufen. Braver Kommandant. Und tschüss. So. So, dann sollen wir zur Einsatznachbesprechung dahin reisen. Ja, ich kann noch nicht. Hallo. Ey. Hallo. Ach, das ist doch scheiße mit dieser Nebenmission.
Ja, wir haben natürlich noch einiges hier zu tun. Ein paar Nebenmissionen. Ich weiß nicht, ob ich da die doch vielleicht aufnehme. Also die reinen Nebenmissionen. Aber wir müssen natürlich noch die Splitter. Wir haben ja jetzt hier noch, glaub, ein bisschen was zu tun. Haupt, genau. Keine Kette ist zu stark. Und dann Splitter von einem Stern. Das werden wir, glaube ich, machen. Weil das, glaube ich, ist noch eine heftige Mission. Ich glaube, da kriegen wir irgendein Schwert. Was? Sprich dich aus. Sprich dich aus, mein Junge. Ah, hallo, mein Freund. Wie kann ich helfen? Ist gut. Ich will ein paar Sachen verkaufen. So, boom. Verkauft. Ist gut. So, kaufen. Da ist nichts dabei, was mich interessiert. Aufrüsten. Auf bald. Bis dann. So, dann schließen wir. Gehen wir mal zur Einsatzbesprechung. Ich denke mal, dass da noch dieser Rufus noch als Endgegner kommt. Ich denke mal nicht, dass das es war. Drei tot. Wie versprochen. Bleibt noch Rufio. Mhm. Die Todesnachrichten werden ihn in den Sinai locken. Gamilad ist jetzt der Held im Land. Die Leute reden nur noch von ihm. Machst du dir Sorgen? Die Sache der Rebellen ist gut. Aber allzu oft werden auch Unschuldige in ihre Kämpfe verwickelt. Und viele sterben dabei. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Für ihn sind sie Märtyrer. Oft schließen sich ihre Familien den Rebellen an. Kashta! Feuer! Raus hier! Leute hier! Ah! Hey! Arschkopf! Wir haben den Anführer. Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen mal eine Pause. Ich würde das nämlich gerne in der nächsten Folge fortsetzen. Das wäre nämlich perfektes Ende jetzt. Wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten. Lädt. Gut, meine Lieben, wir machen Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao!